So, meine Lieben, jetzt kommen wir erstmal zu den Umfrageergebnissen. Das wird jetzt hier zu Hause, wurde ausgewertet jetzt gerade von mir. Weil die anderen Teams sich heute konzentriert haben auf Interviews mit Leuten und auch die Beobachtung von Polizeigewaltfällen, quasi wirklich an der, sagen wir mal, Actionfront am Start waren. Habe ich gesagt, kümmere ich mich heute mal um eine kleine Umfrage auf dem Rosa-Luxemburg-Platz mit der Zielsetzung, alle Personen auf dem Platz zu fragen. Und worum ging es bei der Umfrage? Es ging um Folgendes. In den letzten ein, zwei Wochen gab es extrem viele Berichte in der Presse, dass das eine Demo voller rassistischer Querfrontler sei. Und ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, die sich da halt sehr diffamiert in die Ecke gestellt vorkamen von den klassischen großen Tageszeitungen. Wir hatten schon im anderen Video zum Beispiel die Taz, der Tagesspiegel, Fokus, Spiegel, NDR, Panorama. Ja, ich habe da einige Leute auch entsprechend mit Leserbriefen oder Kommentaren kontaktiert, habe leider aber auch keine Feedbacks von den Leuten bekommen bisher. Und auch die Kommentare wurden nicht mit Stellungnahmen der Autorin gesegnet. Entsprechend dachte ich, ja, ganz egal, wir zeigen euch einfach mal, was da wirklich auf dem Platz ist, unabhängig davon, ob hier Stellungnahmen kommen. Deswegen wurde die Umfrage gemacht. Was bedeutet nochmal zur Klärung der Begriffe Querfront? Querfront bedeutet, dass die Demokratie abgeschafft werden soll, ob jetzt von links oder rechts. Das spielt keine Rolle bei dem Begriff in seiner Definition. Er entstanden ist der Begriff im Rahmen des Dritten Reiches. Also da wurde ja die Demokratie, die junge, zarte, damals leider von totalitären, rechtsradikalen, rassistischen Kräften abgeschafft. Und was kam, war das Dritte Reich, eine sehr traurige Sache. Jetzt ist also für viele in Deutschland natürlich die Sorge, sind wir wieder in dieser Gefahr, dass rechte Kräfte diese Zeit jetzt nutzen und diese Demonstrationen. Das ist natürlich die Sorge verständlicherweise auch bei vielen hoch. Und deswegen war es wichtig auch für mich und denke ich vielleicht auch für euch, dass so eine Umfrage gemacht wird und wirklich jeder, der sich auf dem Platz befindet und der mitmachen wollte, gefragt wurde. So, da ist jetzt natürlich wichtig, wie viele haben mitgemacht und wie viele nicht. An der Stelle die Zahl, wie viele Menschen wurden von der Polizei auf den Platz gelassen? Es wurden im Durchlauf maximal 75 Leute auf den Platz gelassen am Tag, um diesen Absperrring auf der grünen Fläche herum. Und da waren natürlich auch Journalisten und freie Presse dabei. Ich habe mich konzentriert nur auf Besucher. Und das waren um den Ring herum circa 60 Leute. Und innerhalb des Absperrings auf der Wiese waren es zweimal 20 Leute, also zweimal zwei Demonstrationen eben, die mit 20 Leuten dann auf dem Platz maximal pro Gruppe demonstrieren durften, also insgesamt 40 Leute, die man hätte interviewen können. Von denen haben sich enthalten 12 von der Bergpartei, die wollten nicht mitmachen bei der Umfrage. Also die haben gar nicht, zu denen kam ich gar nicht, weil ich vorher leider schon auch mehrfach eigentlich mir empfohlen wurde, da keine Umfrage zu machen. Also die Antifa und die Bergpartei wollten da eben tendenziell, dass ich deren Absperrung verlasse. Und bei 8 Leuten kam ich kurz ins Gespräch, da haben aber nur 2 mitgemacht. Also von 20 Leuten Bergpartei, Antifa, 18 Enthaltungen. Und von der anderen Demo auf der anderen Seite des Absperrbandes, das ich euch gerade gezeigt habe, da waren die Demo gegen Rechtsextremismus auch. Und da haben sich alle quasi bereit erklärt, die gerade nicht meditiert haben, die ich nicht stören wollte, mitzumachen bei der Umfrage, was ich auch sehr offen und schön fand. Und ja, was waren die Fragen? Die Fragen waren, sollte man eben die Demokratie abschaffen, um zu zeigen, sind hier Querfrontler auf dem Platz? Ob jetzt von links oder rechts spielt für mich keine Rolle. Es geht hier um radikale Kräfte, die Demokratie abschaffen wollen. Und deswegen, diese Frage widmete sich dem Vorwurf der Querfront auf dem Platz. Und für jeden, dem die Frage zu pauschal war, weil die Demokratie ja eine vielschichtige Geschichte sein kann, indirekt, direkt, parlamentarische Demokratie
Und da habe ich natürlich gesagt, ihr könnt jetzt natürlich sagen, die Demokratie sollte optimiert werden oder bleiben. Da sagt man dann quasi, ich bin ja dagegen, die Demokratie abzuschaffen, sprich lassen, wie sie ist oder optimieren. In dem Fall hat man dann gesagt, nein, gegen Demokratieabschaffung. Oder man hat gesagt, Demokratie, die Begriffe wurden dann auch bei Nachfrage geklärt, finde ich im Allgemeinen einfach scheiße und muss abgeschafft werden. Ja, dann war noch die Frage im Raum für mich, weil es ja hieß, es sind viele Antisemiten auf dem Platz, unter diesen Querfrontlern eben und auch viele Rassisten. Für mich war dann wichtig die Frage, weil der Antisemitismus steckt ja im Rassismus in aller, also per Definition drinnen. War die Frage an die Leute, kannst du, könnt ihr euch, wenn ich auf eine Gruppe gestoßen bin von 1, 2, 3 Leuten, könnt ihr euch mit rassistischen Ideologien oder Rassismus in irgendeiner Form identifizieren? So, das waren die Fragen. Manche haben auch da nochmal gefragt, Rassismus, wie meinst du das, was ist das? Da wurde dann auch nochmal klar gemacht, wenn ich Fragezeichen in den Augen gesehen habe, Rassismus ist quasi das Urteilen und auch das Behandeln von anderen Menschen über deren Rasse, Herkunft oder Abstammung. Dass ihr Bescheid wisst. So, das waren die Fragen. Und so wurde den Leuten auch nochmal erklärt, wenn Unsicherheit bestand, wie sie zu werten sind, die Fragen oder die Begriffe innerhalb der Fragen. Ja, so viel mal dazu. Kommen wir dann jetzt zu der Auswertung. So, jetzt kommen wir mal zu der Auswertung. Also insgesamt um den Zaun herum war es möglich, circa 60 Personen zu befragen. Und innerhalb der Absperrung war es möglich, ca. 35 Leute zu befragen. Die Endzahlen sind dann absolute Zahlen. Und zwar habe ich dann die Stimmen der Menschen vor und innerhalb des Zauns zusammengezählt. Deswegen, diese Zahlen sind dann absolut. Und es war mir auch wichtig, die Stimmen vor und hinter dem Zaun gleichwertig zu behandeln. Und auf die Frage, sollte man die Demokratie abschaffen, haben 89 Menschen mit Nein geantwortet. Und es haben geantwortet mit Ja, man sollte die Demokratie abschaffen, 4 Menschen. Also von 93 Menschen, die diese Frage beantworten wollten, haben eben 89 gesagt, nein, die Demokratie ist uns wichtig, sie sollte so erhalten bleiben oder in optimierter Form weiter betrieben werden. Zum Beispiel in der Regel war das dann immer die direkte Demokratie, die gefordert oder gewünscht war. So, bei der Frage, kannst du dich mit rassistischem Gedankengut identifizieren in irgendeiner Form? Da habe ich eine Enthaltung gehabt. Und zwar aus dem Grund, dass die Person gesagt hat, dass sie sehr viel Alltagsrassismus sieht und dadurch der Begriff Rassismus zu breit gestreut ist in der Gesellschaft und zu verteilt auch im Alltag, sodass sie diese Frage als ja, quasi nicht treffend empfand und sie nicht beantworten mochte und sich enthalten hat. Und da haben wir 92 statt 93 Antworten bekommen. Und diese Antworten, muss ich an der Stelle sagen, wurden in allen Fällen, nachdem die Begriffe geklärt wurden, mit einer ganz klaren Aussage zu Nein, ich kann mich nicht damit identifizieren, beantwortet. Ja. Was mich sehr gefreut hat, dass ich in allen Augen immer so ein, wie kannst du das fragen? So, natürlich bin ich gegen Rassismus. Also es waren wirklich immer Leute, die nicht irgendwie überlegt haben, so, ja, darf ich jetzt sagen, was ich denke? Oder werde ich dann hier in die Ecke gestellt? Deswegen haben wir anonym gemacht, ohne Bild und ohne Ton. Deswegen haben die Leute dann auch immer klar, ehrlich reagiert. Und es war immer diese klare, ehrliche Reaktion, so, das fand ich schön, so, nein, so, wie kommst du darauf, so, was ist los bei dir, so, dass du überhaupt drauf kommst, dass du mich irgendwie als Rassist irgendwie wahrnehmen könntest. Und das fand ich eine sehr schöne Reaktion von den Menschen. So, ja, jetzt wisst ihr Bescheid, das waren unsere Umfrageergebnisse. Insgesamt, also 94, 93 Stimmen konnten wir abfragen.
Leider nicht mehr. Es lag nicht daran, dass ich nicht alle gefragt habe, sondern dass ich eben auf der quasi Bergpartei Antifa-Seite so viele Leute enthalten haben, 18 Stück. Und ja, ansonsten wurden aber alle gefragt, außerhalb des Zauns und innerhalb des Zauns, die nicht zur Presse oder zur Polizei zählten. Ja, das ist das Ergebnis unserer Umfrage. Ich hoffe, es hat euch dann irgendwie gefallen oder geholfen, die Situation ein bisschen zu beurteilen, wie sich das zusammenstellt, die Menschen eben von ihrer geistigen Gesinnung dort auf dem Rosa-Luxemburg-Platz, gerade jetzt auch in Bezug auf den Begriff Querfront und auf die rassistische Gesinnung. Ja, ich danke dafür, dass ihr zugeschaut habt und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Eine kleine Sache, die euch vielleicht noch interessieren sollte, mit Sicherheit sogar, diese vier Stimmen, die Demokratie also abschaffen würden und sagen, ich will was anderes. Zwei davon waren für anarchistische Ansätze und zwei konnten sich dazu nicht äußern. Die haben jetzt keine Alternative vorgeschlagen, sie haben einfach nur gesagt, dass sie die so nicht gut finden. Da könnten wir jetzt alles dahinter vermuten, natürlich auch rechte Tendenzen. Wenn wir das tun würden, hätten wir quasi zwei von der einen, zwei von der anderen Seite. Ja. Umgerechnet in Prozent sind das übrigens circa 5%, 4% der Menschen auf dem Platz. Ja. Und vielleicht wäre das auch eine ähnliche Zahl, wenn wir gesamtgesellschaftlich fragen würden. Ja, das weiß man nicht. Da müsste dann mal die Forsa ran. Ne?